Hallo, meine werten Damen und Herren, zurück zu Assassin's Creed Folge 9 oder so, glaube ich. Wir sind natürlich, wie ich vorhin schon angekündigt habe, an einem ganz anderen Standpunkt angekommen, als ich aufgehört habe, weil ich meine Aufnahme-Session, nenne ich das mal, kurzzeitig beenden musste. Und das Spiel ist deswegen neu gestartet nach ein paar Tagen wieder. Den töten wir schnell. Weil, einfach weil wir es können. So. Ich finde es auch schön, wie detailverliebt das ist. Sprich, okay, jetzt nicht mehr. Na, das macht doch nicht den Umhang drüber. Na, vielleicht, ne, egal. Dass man ja sieht manchmal, dass da noch Blut dran ist. Weil er gerade getötet hat. Na, so ein bisschen weiter weg das Mikro. Okay, wir müssen also... Wo waren wir denn storymäßig? Das weiß ich natürlich überhaupt nicht mehr. Hey, wir können mal wieder ein paar Aussichtstürme mitnehmen. Ups, nein. Da, na, Aussichtstürme. Na, so. Ja, ne, können wir mal machen. Sonst haben wir hier, ich glaube, das war das Rennen. So, Rennen und ein Kurierauftrag. Ja, vielleicht, aber ich würde gerne erstmal den Aussichtsturm machen. Wir sind ja auch schon voll weit weg davon. Scheiße. Auch hätte ich vorher kommen können. Na, egal. Ist ja auch egal. Wow. Ne, weil wie gesagt, ich möchte sehr, sehr gerne die ganzen schönen Aussichtstürme mitnehmen und alles, was ich hier so finden kann, was Spaß macht. Danke, Ezio. Hast mir jetzt die Pointe voll versaut, du Arsch. Zuck, zuck. Ui. Ah, jetzt kommt ein graues Gebiet. Das wird sich aber gleich ändern. Das Gebiet ist gerade so grau wie die Gehirnzellen von meiner Oma. Aber das ändern wir gleich. Nein, meiner Oma geht's ganz gut, vielen Dank. So. Da sind wir auch schon. Wir müssen höchstwahrscheinlich dahin. Komme ich da rüber? Komme ich da rüber? Ach komm. Hui! Ja, verdammt. Das hat super geklappt. Ja. Frauen und Videospiele, ne? Wehe, das kommt jetzt irgendwo. Wehe. So. Ja, hier hoch. Nein. Verdammt. Dann geht's hier wohl auch nicht hoch. Hier vielleicht. Ja, da komm. Das sieht doch stabil aus. Ja, geht doch. Braves Ezio. Braves Ezio. So. Und dann machen wir synchronisieren. Ach, schön. Ha. Ihr seht, ich bin ganz, ganz hyped auf das Spiel. Weil ich mag es einfach. Es ist so cool. Es macht so Spaß. Das ist, Und es ist einfach mal wieder was ganz anderes als Assassin's Creed 1. Deswegen freue ich mich da so sehr drüber. Wir haben schon 11 von 73 Aussichtstürmen. Das ist doch eine feine Sache. So, wir müssen gleich... Ah, guck mal. Ja, die nehmen wir natürlich mit, die Codex-Seite. Die Dinger sind wichtig, die brauchen wir. Ja, ich weiß, der Endrosesprung geht. Danke, Spiel. Vielen herzlichen Dank auch. Ah, oh, die Codex-Seite, die Codex-Seite. Ich meine, ihr habt Leonardo gehört. Je mehr Codex sein, desto mehr schicke, schicke Sachen. Was für eine lächerliche Kutte. Ach so. Scheiße, aber noch mehr Wachen. Ah, verdammt. I haven't gerechnet with that. You die and you die. Mist, you die not. Los! Die! Endlich! Ah, du Arsch! Ey, du! Ey, da, da, da! Zu langsam! Yes, you die! Judas! You die! Ah, you renn weg! You must die! Du! Nein! Ja, ich muss hier was Neues kaufen. Na, komm, 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 greif mich an! Kommt und holt mich! Ey! Scheiße! Jetzt aber! Ja! Das hast du davon, dass du auf meine provokanten Sprüche reagierst, du Arsch. So. Und da ist die epische Kiste. Yeah, Codex hat erhalten 1. Wie 1? Wir haben noch mehr gehabt. Buongiorno. Buongiorno. Ja, ich würde mir ja nicht Buongiorno sagen, wenn ich mich so sehen würde. Gut. Was haben wir hier gerade noch in der Nähe? Den Punkt... soll ich den mitnehmen? Oder soll ich wieder... Ach komm, wir machen wieder weiter Story. Ich würde auch gerne mal zum Schmied, weil ich glaube, wir haben jetzt genug Geld, um uns neue Schulterteile zu kaufen. Aber machen wir erstmal ein bisschen Story. Oder? Die haben 2000 irgendwas gekostet, aber ich weiß leider nicht mehr genau, wie viel. Naja. Was soll's? Nein, ist nicht. Ah, scheiße. Ich bin nicht euer Mann. Ich bin mir selbst der Mann. Ach, guck mal. Ups. Ach, so Paola müssen wir. Flip. So. Ja, die stehen da. Die haben mich überhaupt nicht hinsetzen gesehen. Komm, Jürgen, geh weg. Na, danke, Jürgen. Bis dann, Jürgen.
So. Ah, Paola. Klopfen wir ran. Hallo. Ich werde Florenz wohl besser verlassen. Vielleicht, wohin ja. Wohin wollt ihr gehen? Mein Onkel Mario hat eine Villa nahe Monteriggioni. Ihr werdet noch immer gesucht, Ezio. Was würdet ihr mir dann raten? Ich habe im ganzen Bezirk Steckbriefe gesehen. Reißt sie ab und die Stadt wird euer Gesicht vergessen. Ohne Zweifel werden auch Herolde die Menge aufwiegeln. Hm. Bestecht sie, damit sie andere Dinge verkünden. Oder ihr könntet die jagen, die falsch gegen euch aussagten. Sie tauschten Ehre gegen bare Münze. Ihr Verlust wurde nicht betrauert. Erledigt einige dieser Sachen und ihr könnt die Stadt verlassen. Bedeckt halten. Ach, die lächelt ja süß hier. Und der hat schon wieder irgendwelche Augenprobleme. Seht ihr das? Seht ihr das? Erstens, dieses Auge ist größer als das da. Und die guckt ganz woanders hin. Die guckt irgendwo... Das Auge guckt irgendwo hier hin und das... Da... Was Ubisoft, was soll das? Ich krieg davon Albträume. Okay, bedeckt halten. Bekanntheitsgrad durch das Abreißen von Steckbriefen, die Bestechung von Herolden oder die Ermordung korrupter Beamter verringern. Natürlich. Auch eine Beschäftigung, die wir öfter nachgehen werden. Ja, da sehen wir es auch schon auf der Karte. Ich habe eine Routine eingebaut, die deinen Bekanntheitsgrad misst. Ja. Diese Anzeige zeigt dir, ob du berühmt-berüchtigt bist oder inkognito. Das rote Ding da oben. Da haben wir auch schon direkt einen Steckbrief. Ich versuche mal das alles zu machen. Das zeigt dir, wie vorsichtig du sein musst. Außerdem kannst du sehen, ob dein Bekanntheitsgrad Teil von Ezios Erinnerungen ist oder nicht. Okay. So. Da haben wir schon mal einen Steckbrief entfernt. Genau, das waren die Steckbriefe. Das da hinten ist vermutlich eine Amtsperson, da sie sich bewegt. Die geben uns auch, glaube ich, minus 50%, wie ich richtig... Das passiert auf jeden Fall wie einer. Ich kenne die Masse. Nein, lass mich in Frieden. Ja, dann muss ich so machen. Dann müssen wir den gleich folgen. Ich möchte nämlich gerne die Amtsperson zeigen. An der Stelle des Tutorials sozusagen. Wir sind ja eigentlich immer noch im Tutorial. Wir sind zwar schon eine Weile am Spielen, aber uns werden immer noch die Mechaniken erklärt. Ey, komm, Alter. Weißt du was? Kein Bock auf eure Scheiße hier. Komm, stirb, stirb. Und du auch. Oh, so. Ups. Ah, shit. Tut mir leid. Oh Mann, die ist auch so scheiße gestorben. Nein! Hast du was? Hey, Geld. Oh, verdammt, ich wollte sie nicht töten. Hey, ein Schmied. Machen wir das mal ganz schnell. Sieht ja keiner. Hier gibt es fantastische Metall. Ja, ja. Rüstung. Ah, 2300. Habe ich wieder vergessen. Ja? Bis dahin habe ich sicher etwas gefunden. Wo ist denn der Herold? Nicht der Herold, die Amtsperson jetzt. Nee, das ist das da. Ich muss eigentlich auch mal zum Arzt und mein Equipment aufstocken. So, das ist ja die Amtsperson. Die ist dann ja immer noch irgendwo in der Nähe. Ach, die hat sich regespawnt, oder was? Ist sie das? Ja, sieht so aus. Und sie ist gleich tot, sie ist tot, sie ist tot. Och, Geld kriegen wir auch dafür. Schön. Ach, das war's auch schon wieder. Okay, dann fehlen noch die Herolde, aber die benutze ich so schon gerne. Das heißt, oh, minus 75 sogar. Nice. Hatte ich mir nicht so viel vorgestellt. Und wir haben endlich genug Geld für Schulterteile. Hui. Ich bin sicher, ich hab... Jetzt haben wir genug, alter Mann. So. Natürlich, die Schulterteile, denn... Oh, ja, nicht hier ist es. Ich denke... Oh, auf Wiedersehen. Ja, ja, ich wollte eigentlich nur zeigen, was sie nochmal bringen. Wie viel besser die sind. Also, wir kriegen einen Gesundheitsbalken und ein bisschen mehr Widerstand vor eingreifenden schlechten Männern. So, die Schulterteile. Ein Vergnügen, Signore. Kommt bald wieder. Und ja, da sind sie schon. Sehen wir. Schicki, schicki. Sehr schön. Ja, und einen Lebensbalken haben wir auch noch. Ein Arzt wäre gut. Also, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen hier. Das ist ja ganz in der Nähe. Ach, hier ist ein Arzt. Das ist auch ein Arzt. Und hier ist einer. Und da, 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 und da. Und überall ist der Erste. Ich gehe mal hier kurz hier hin. Nein, dahin. Damit ich ihn bloß nicht vergesse, da lang. Denn wir haben ja noch... Ach, Mist, nicht die Karte, nicht die Karte. Ich sehe das Waffenrad. Nur noch zwei Tränke. Und ich will mein Schwert wieder, verdammt. Ekelerregend. Wo ist die Wache? Eklig. Leiche. So, ja, halt, brauchen wir nicht. Brauchen nur ein bisschen mehr... Medizin, ne? Na, achso, muss ich. Achso, ich muss aussehen.
Wie? Ach so, nicht genug Geld. Verdammt. Naja, dann ich bin es gewohnt, viel Geld zu haben, aber wir sind noch relativ am Anfang des Spiels. Na gut, dann gehen wir halt... Ah, das markiere ich jetzt nicht neu, ist egal. Gehen wir wieder wahrscheinlich zu Paola zurück, die uns auch ein paar Tipps gibt. Vermute ich. Wo ich gar nicht mehr weiß, was sie uns noch erzählen soll. Aber egal, soll sie mal machen. Denn wir müssen ja schon bald Florenz verlassen. So, da sind wir wieder. So, und mal hallo. Klopf, klopf. Bin ich da? Ezio. Willkommen zurück, Ezio. Wart ihr erfolgreich? Aber hallo. Ja. Mutter? Oh. Ezio, wo warst du nur? Sie wollten uns nicht gehen lassen. Und Mutter, ach, sie hat kein Wort gesprochen, seit wir das Haus verließen. Vater wird einiges klären müssen. Oh. Wo ist Vater? Und Federico? Und Petruccio? Hä? Es ist was passiert. Was meinst du? Nein, unmöglich. Claudia. No, 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 no. Ich tat alles, was ich konnte, Piccina. Hör zu, jetzt ist nur wichtig, dass wir uns in Sicherheit bringen. Aber dafür musst du dich zusammenreißen. Verstehst du? Gut. Passt du für mich auf Mutter auf? Dann sind wir bereit. Nochmals danke für alles. Passt auf, Ezio. Bleibt wachsam. Ich glaube, euer Weg wird ein langer sein. Jetzt haben sie es die Augen alles richtig gemacht. Arrivederci, Maria. Maria, oh, ich kann auch nicht lesen. Maria und Claudia aus Florenz bis zur Villa Auditore in Montregione esportieren. Wir müssen ja irgendwie weg. Mir nach. So, wir müssen jetzt erstmal raus. Toll, hätte ich noch die Aussichtstürme mitnehmen müssen. Verdammt. Hätte ich eigentlich mal dran denken können, aber nein, habe ich nicht. Nein. Ha, dann mache ich den. Oh, Alter, geh weg. Ich renne mal nicht, weil ich weiß nicht, wie... Ah, wo die können rennen eigentlich. Geht ja, geht ja. Ja, ja. Halt die Klappe. Ups. Hä? Wofür habe ich noch Geld gekriegt? Ich bin nur gerannt, oder? Okay, da sind ganz viele Wachen irgendwo dort gewesen. Wir gehen mal so. Ihr seid auch alle da, ne? Ja, ihr seid alle da. Sehr schön. Wir sind ja noch inkognito sozusagen. Deswegen ist es noch alles okay. Ah, jetzt bin ich voll scheiße gelaufen. Ah, da ist noch ein Durchgang. Gut. Entschuldigung. Keine Absicht. Hallo. Ach, da müssen wir hin. Da sehe ich es schon. An der Gruppe noch vorbei und dann ist alles okay. Ah, oh, die fühlen mich nicht mal auffällig. Ah, oh, ist das schön. Ich kann hier vorbeigehen. Sie fühlen mich nicht auffällig. Bleib dran. Wie ist? Ach so, ach, ich bin... Ich hätte sozusagen von der anderen Seite kommen müssen. Jetzt macht das sozusagen keinen Sinn. Ja, die letzten Vorbereitungen sind also getroffen. Wir verziehen uns hier. Irgendwie aus der Stadt. Schade, aber keine Sorge. Ich glaube, nach Florenz kommen wir noch wieder. Ich meine, wir brauchen so die Karte anschauen. Hier ist ja noch ein bisschen was, ne? Also hier definitiv. Man sieht's ja. Ist ja jetzt kein großartiger Spoiler, aber vorerst müssen wir hier raus. Ansonsten haben wir so einige Probleme. Als Mörder und Betrüger. Oh, Alter, wirklich? Drei? Was schubt? Ach, ich kann mit denen eine Gruppe bilden. Das ist ja supi. Also sozusagen eine unter... Ach du Kacke, wie soll ich an denen vorbei? Ach, die Kurtisanen. Hallo. Ja, ich sehe es auch. Danke, Spiel. Hey, Leute. Hilf mir mal. Von irgendwas müssen wir ja leben. Hallo. Ich dachte, mitkommen. Ich habe kein Geld. Verdammte Scheiße. Nein. Okay, ich muss irgendwie ihn ausrauben. Blöd. Das reicht nicht. Wir sind jetzt ein bisschen auffälliger geworden, das seht ihr. Da ist ein Wachenscheiße. Hätte ich das mal vorher gesehen? Verdammt. Nein. Oh, also, was. Scheiße. Hättest du das mal gesehen, dass ich kein Geld mehr habe? Verdammt. Leider kommen wir aber auch nicht anders an denen vorbei.
sie müsste jetzt einfach alle killen. Ah, komm. Komm. Lass meine Mutter in Ruhe. So. Und dann noch der da hinten. Den knipsen wir einfach von hinten aus. Zack. So, und dann... tun wir es. Ich brauche Geld. Tut mir leid. Oh Gott, wir sind auch wieder voll auffällig geworden. Scheiße. Da oben ist ein Zettel. Plus 3, mein Gott. Komm, 9. No! Ey, wenn der jetzt 4 hat, ne? Ich raste aus. Komm, 5. Ja! Geht doch. Wir brauchen genau 150. Ich bin gleich da, Maria und so. Und Claudia. Moment. Wir sind auffällig. Zack! Gut. Sind wir weniger auffällig. So. Nein, nix Wache. So, jetzt können wir... Maria! Claudia! Herkommen! Na? Maria! Kein Unsinn machen! Aus! So, brav. Puh, ich hoffe, ich brauche jetzt nicht alle Kurtisanengruppen da. Mann, das sieht aber... Da sind so einiges an Wachen, aber vielleicht reicht's. Vielleicht kommen wir da doch durch. Ich hoffe. Hallo, sexy Ladies! So, dann gehen wir mal ganz unauffällig. Hier so, vielleicht einmal mal. Was ist das los? So. Ah, wir haben sogar noch 2 mit. Ah, schön. Ah, sehr gut. Oh, das ging ja fix. Sind sogar alle weg. Den reichen 2 Kurtisanen, die haben mal wenig Ansprüche. Ihr könnt eigentlich hier stehen bleiben. Wartet. Kommt ihr wenigstens mit? Nein, da waren alle. Dann, na gut, dann halt nicht. Doch sehr gut. Wie konnte uns das nur passieren? Ich weiß nicht. Alles leider Verschwörungen, Blut, fies, gemein. Ach, ja. Das Leben halt. So, wir sind erstmal ganz, also aus der Stadt schon mal raus, aus Florenz. Ich finde, ich mache hier mal eine kurze Aufnahmepause, wenn wir Wann gleich können wir nach Hause? Ich weiß nicht. Ja, Mutter, Schwester und 2 Schlampen, das ist doch eine super Truppe, mit der wir uns dann auch in der nächsten Folge von Assassin's Creed wiedersehen werden, wie ich finde. So, jetzt sind ja auch alle grau. Sieht super aus, in der bunten Umgebung, alles voll grau. Und man sieht dann in der nächsten Folge von Assassin's Creed 2 mit der Animanis. Das bin ich. Bis dann. Tschüss.